Dann erwähnt er noch einen anderen Vers, auch in Surat al-Baqarah. Was immer ihr an Guten ausgibt, das ist für euch selbst. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ لِأَنفُسِكُمْ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ شَيْءٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِأَنفُسِكُمْ. Und egal, was ihr an Guten ausgibt, das ist für euch selbst. Das macht ihr für euch selber, für euer Glück, für euer Paradies, für eure Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt er weiter, und ihr gebt nur im Trachten nach Allahs Angesicht aus. Das heißt, wenn ihr spendet, dann dürft ihr das nur für Allah machen, für sein Gesicht, um sein Gesicht am nächsten Tag zu sehen im Paradies. Und dann sagt er weiter, und was immer ihr an Guten ausgebt, wird euch in vollem Maß zukommen und es wird euch kein Unrecht zugefügt. Das heißt, ihr bekommt es zurück, ohne dass euch vom Lohn etwas weggenommen wird. Ein wahrer Muslim gibt sein Geld mit der festen Überzeugung aus, dass Allah ihn dafür mit Segnungen und einer großen Belohnung entschädigen wird, für was auch immer in dieser Welt er etwas von seinem Vermögen ausgibt. Falls ihn der Geiz übermannt und er das Spenden zurückhält, dann wird sein Herr sein Vermögen verringern und ihm Verluste bescheren. Ja,